das Lachen der Kinder, wenn man das mitnimmt, dann hat man für sich persönlich durch sehr, sehr viel gewonnen. Für uns ist es selbstverständlich, an Weihnachten Geschenke aufzumachen und für Kinder, denen es eben nicht so gut geht, kann man ganz einfach mit so einem kleinen Päckchen so eine große Freude machen. Man sieht richtig, in diesem Päckchen ist Liebe mit reingepackt. Geschenk mit Herz ist eine Aktion, in dem die bayerische Bevölkerung, vor allem Kinder, ihre Eltern, die Großeltern, aufgefordert werden, Päckchen zu packen für ärmere Kinder, vor allem in den osteuropäischen Ländern. Die Päckchen, die wir hier sammeln, die gehen ausschließlich nach Osteuropa. Und zwar in Länder wie Rumänien, Moldawien, Serbien, Kosovo, Albanien und die Ukraine zum Beispiel. Also die Kinder leben da wirklich in sehr, sehr einfachen und ärmlichen Verhältnissen. Wenn man die Kinder auf den ersten Blick so sieht, dann sieht man das, erkennt man das nicht. Aber auf den zweiten Blick, wenn man genau hinschaut, sieht man einfach, wenn man dann die Bilder sieht, wo die Kinder hingehen, dann sieht man schon, dass die wirklich am Rande der Gesellschaft leben. Die haben dann teilweise nicht die Möglichkeit, ihre Hütten und Wohnungen, wo sie leben, zu beheizen. Aber natürlich auch Hunger ist immer ein Thema, also dass die Kinder genug zu essen bekommen. Und viele wissen nicht, was sie am nächsten Tag dann den Kindern geben sollen oder was sie selbst essen sollen, die Eltern. Also das sind also Themen, die man da hautnah mitbekommt. Kindern einfach auch zu erklären, dass es anderen Kindern vielleicht nicht so gut geht, dass sie keine so unbeschwerte Kindheit haben können wie Kinder hier in Deutschland und ihnen zu zeigen, dass sie anderen Kindern aber trotzdem eine Freude bereiten können und im Grunde so ein Stück weit sie zu sensibilisieren, einfach auch über den Tellerrand zu schauen und an andere Menschen zu denken. Genau, darum geht es uns auch. Kindergartenkinder sind, die dann zusammen mit ihren Eltern Päckchen packen oder ob das Schüler sind in weiterführenden Schulen, die ihr Taschengeld dazu hernehmen, um ein Päckchen zu packen oder ob das ältere Menschen sind, Omas, Opas, auch Firmen, die zusammen, die machen sich das zur Aufgabe, jeder bringt was mit, Zahnbürste, Zahnpaste, irgendwas und die packen zusammen Päckchen, die machen eigene Packstraßen sozusagen, also wirklich von klein bis alt. Geschenk mit Herz! Geschenk mit Herz! Wir haben eine spezielle Packliste, die kann man bei uns auf unserer Homepage sich anschauen, also auf www.geschenkmitherz.de. Also wir brauchen zum Beispiel Körperpflegemittel, Duschgel, Seife oder sowas in der Art. Dann Zahnpflege, auch sehr wichtig. Dann etwas Warmes zum Anziehen. Ganz dicke Socken, lange Unterhose oder eine Mütze, ein Schal, ein langärmeliges T-Shirt, irgendwas, was einfach einen wärmt, weil auch in diesen osteuropäischen Ländern ist es natürlich auch sehr, sehr kalt, wie bei uns 10, 15 Grad minus. Dann Stifte, freuen wir uns sehr, wenn Stifte drin sind und natürlich ein Malblock oder ein Heft oder irgendwie sowas. Dann irgendeine Kleinigkeit zum Spielen, ein Ball oder Hüpfseil oder irgend sowas. Dann ein Kuscheltier, irgendwas zum Liebhaben und natürlich was Süßes. Ich mag gern die größeren Buben und größeren Mädchen, weil die einfach zu kurz kommen. Denn viele werden halt von 3 bis 6 oder von 7 bis 9 gepackt. Und ich mache halt immer lieber die größeren. Und das ist halt auch eine Herausforderung, da halt auch Spielsachen zu finden. Da gibt es ganz coole Anhänger, ist was Tolles. Oder eben auch Bälle, Murmeln, eine Frisbee-Scheibe. Also für die Mädchen dann eher mal ein Nagellack. Die großen Mädchen möchten ja auch hübsch sein, Nagellack, dann auch gerne einen Nagellackentferner dazu, weil ich denke, das haben sie auch nicht.
Für die Buben habe ich dann gern Flummis oder so Jojos. Also ich finde, mit Bällen kann man ziemlich viel machen. Die Kinder freuen sich eigentlich zweimal. Dann, wenn sie die Päckchen packen und wenn sie die Päckchen übergeben. Und vielleicht später nochmal, wenn sie eine Rückmeldung bekommen, dass ihr Päckchen angekommen ist. Weil die Kinder mit so viel Liebe auch zum Detail die Päckchen gepackt haben und sich dann einfach sehr freuen, wenn wir vorbeikommen und dort die Päckchen abholen. Geschenk mit Herz! Geschenk mit Herz! Das sind, ich weiß nicht, wie viele ehrenamtliche Fahrer und Fahrerinnen holen nachher ganz bayernweit die Päckchen ab. Und da sind wir sehr, sehr dankbar für. Die Ehrenamtlichen sind ganz essentiell bei dieser Aktion. Ohne die Ehrenamtlichen wäre die Aktion in dem Umfang nicht möglich. Also es waren dieses Jahr, Gott sei Dank, ähnlich wie letztes Jahr, also von der Höhe der Päckchenanzahl. Also 72.000 circa, also ganz genau 71.934 jetzt hier in Deutschland. Wir haben natürlich auch noch in Übersee Päckchen gesammelt und da waren es ca. 16.000 Päckchen. Also in Übersee ist es so, wir haben ja da die Länder Simbabwe, Sri Lanka, Brasilien, Niger, Togo, Benin, Philippinen, Äthiopien. Bei den Überseeländern ist es so, dass wir eben Spenden sammeln. Also da kann man dann praktisch für 20 Euro ein Päckchen packen lassen und vor Ort, also in dem jeweiligen Land, wird dann das Material eingekauft für das Päckchen. Damit wird auch die Wirtschaft unterstützt und das Päckchen auch gepackt und dann an die Kinder verteilt.